die Limes Aviator, eine moderne Interpretation einer Fliegeruhr, die mich vollkommen geflasht hat. Von den Bildern her fand ich die Uhr eher langweilig. Einmal live in den Händen war ich restlos begeistert. Eine wirklich schöne Uhr und ich freue mich, wie Bolle sie euch zeigen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, zum letzten Video meiner kleinen Serie über Limes und Archimede habe ich mir mein persönliches Highlight bis zum Ende aufgehoben. Auch wenn die Uhr die günstigste in meinem Review-Portfolio war, ist es die Uhr, die mich am meisten vom Socken gehauen hat. Ich zeige sie euch einmal und muss sie dafür ein kleines bisschen drehen. Diese Uhr hat mich absolut und vollkommen geflasht. Es ist eine moderne Fliegerinterpretation, die unglaublich gut gemacht ist mit einem wahnsinnigen Preis. Und ich habe mich wirklich gefreut, wie Bolle diese Uhr mir anzusehen, denn von den Bildern her hätte ich sie mir nicht näher angesehen. Ich würde mich freuen zu erfahren, wie ihr das seht, ob es euch ähnlich geht und ob ihr meine Begeisterung über diese Uhr teilen könnt. Lasst gerne Kommentare in der Kommentarbereich unter dem Video und auch gerne ein Abo. Aber jetzt direkt zum Video über die Limes Aviator. Die Limes Aviator ist eine wunderschöne Uhr, die durch den Lug-to-Lug-Abstand, Horn-zu-Horn-Abstand von etwas über 50 mm mir am Arm leider etwas zu groß ist. An meinem 17 cm Handgelenk finde ich es nicht mehr so gut aussehend, dass die Hörner gerade wegstehen und das Band zu steil abfällt. Wirklich schade, denn die Uhr ist eine wunderschöne Uhr, die ich euch in diesem Video gerne etwas näher bringen würde, auch wenn sie leider nichts für mein Handgelenk ist, aber für etwas größere Handgelenke eine extrem tolle Uhr. Die Limes Aviator ist eine moderne Interpretation einer klassischen Fliegeruhr und kommt in einem 42 mm Durchmesser Gehäuse. Die Uhr hat eine Bauhöhe von nur 9,5 mm und ist vorne mit einem flachen entspiegelten Saphirglas versehen. Die Rückseite hat ein Mineralglas. Das Werk ist ein Sellita SW200-1. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und von Horn zu Horn hat die Uhr eine Breite von 51 mm. Die Krone ist unverschraubt, also nur ziehen und drücken. Die Zeiger sind poliert und mit einer Leuchtfarbe gefüllt, ebenso das Dreieck sowie die am äußeren Rand sich befindlichen kleinen weißen eckigen Stundenmarkierungen. Die arabischen Stundenziffern sind polierter Stahl und aufgesetzt. Das Ziffernblatt ist ein Zwei-Zonen-Blatt, welches der Uhr eine gewisse Tiefe verleiht und je nach Lichteinfall unterschiedliche Effekte erzeugt. Also schauen wir uns einmal das Ziffernblatt an mit den unterschiedlichen Zonen. Der äußere Ring weist leichte Rillen auf. Kriege ich das mit meinem Equipment eingefangen? Ich glaube ja, ich glaube, man kann es sehen. Die Indizes sind aufgesetzt. Wie sehe ich das am besten? Und der Limes-Schriftzug ist ebenfalls aufgesetzt. Auf dem äußeren Ring der Reo sind oben die einzelnen Minuten angebracht und auf der inneren Seite des Reo sind die Teilminutenstriche ebenfalls zu sehen.
Was mir an der Uhr auch aufgefallen ist, die Form der Hörner mit einem Winkel, einer Zwei-Phasen-Variante. Wirklich aufwendig und interessant gemacht. Der Großteil des Gehäuses ist gebürsteter Edelstahl. Der Topring ist aus poliertem Edelstahl, sodass sich hier ein sehr schöner Kontrast und ein sehr schönes Lichtspiel ergibt. Die Rückseite ist wieder gebürstetes Edelstahl. Eine durch und durch wunderschöne Uhr, die mir ausgesprochen gut gefällt. Auch wenn die Limes Aviator hier im Bild unten rechts nicht so stark leuchtet wie die klassische Fliegeruhr, die Pilot 42, so ist sie doch ausreichend hell in der Nacht mit sehr klar erkennbaren Zeigern und auch die kleinen Indizes oben auf der Reo sind sehr, sehr deutlich erkennbar, ebenso das Dreieck an der Spitze. Auch im bewegten Bild, wenn man die Uhr hin und her bewegt, aufnimmt, zeigt sich, dass die Uhr wirklich gut ablesbar ist und eine klare und deutliche Struktur hat. Ich mag die blaue Leuchtmasse sehr, gefällt mir fast ein kleines bisschen besser als die grüne Leuchtmasse, auch wenn man sagt, dass sie etwas dunkler ist und grün besser ist. Ich mag das Erscheinungsbild der Uhr bei Nacht wirklich. In dieser Uhr gibt es keine unterschiedlichen Varianten. Die einzigen Unterschiede bestehen darin, schwarzes oder braunes Lederband. Und diese Uhr kostet aktuell, Stand April 2020, 640 Euro. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt und euch das Video über die Limes Aviator angeschaut habt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Lasst einen Daumen nach oben da, falls noch nicht geschehen. Abonniert meinen Kanal und schickt das Video an Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen oder wen auch immer das Video interessieren könnte. Freut euch auf die nächsten Videos, die ich mache und bis dahin, euer Axel.